Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativers. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, der Drache, der muss langsam aber sicher mal hier in die Vollen gehen. Und ich denke mal, mit der aktuellen Baugeschwindigkeit sind wir da sogar recht zügig bei. Und das hier gefällt mir eigentlich mal überhaupt nicht. Ich muss mal hier kurz gucken. Das ist mir zu doof. Das doch mal lieber so. War das jetzt die Ecke, die mir nicht gefallen hat? Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Vielleicht hier noch die Ecke raus. Perfekt. So, okay. Nee, wir müssen den Drachen hier mal langsam, aber sicher wirklich fertig kriegen. Deswegen quatschen wir gar nicht so lange, sondern legen direkt einfach mal los. Ich habe ja hier schon mal versucht, hier die Kurve so ein bisschen mitzugestalten, sodass wir hier jetzt einfach nur peu à peu rumziehen können. Wir müssen halt hier von 1 auf 2 Stufen übergehen. Sollten wir aber hinbekommen. Wir haben jetzt hier schon einen. Den könnte man sogar wegnehmen. Dann machen wir hier das mal so. Der kann nicht weg. Manchmal geht es halt nicht, ne? Ja, der muss vielleicht noch weg. So. Peu à peu hier ernährt sich jeder Murmeltier. Dann werde ich hier am besten mal rausgehen. Und dann so. Irgendwie halt die Kurve kriegen. Das sieht, glaube ich, okay aus, wenn wir das so verbinden. Ich bin mir nicht sicher, warum ich hier 2 habe. Also wir müssen ja eh auf 2 rüber. Wir können das erstmal so lassen. Warte mal. Wir gucken gleich mal. Zack, zack, zack. Jetzt hier. Wird es ein bisschen dümmer. Warte mal so. Wie gesagt, muss ja nicht alles ganz akkurat sein. Die Haut oder so ist ja auch immer nicht gleich. Dann hast du da mal eine Rötung, das ist ja normal, ne? So. Noch einen Ticken weitergegangen, ne? Probieren wir es mal, ob wir das hier auch hinkriegen. Super. Da nehme ich die eine Ecke noch mitgenommen. Okidoki, das war's schon. Das war's schon. Dann kommt jetzt nämlich hier wieder der hellere. Ach nee, doch nicht. Ups. Keine Angst, ich habe Materialien besorgt. Und die sind auch im Petto. Keine Angst. Genau, hier sind wir auch mit den 2. Machen wir das hier mal so. Für den Knick. So. Ja, man diese Knicke umgehen, ist halt ein bisschen doof. Aber gut. Machst du nix? Muss halt. Nein! Ich glaube selber, aber mal von hier anfangen. So. Ja, das große Ding, das braucht eine ganze Ecke an Materialien und Zeit. Vor allen Dingen Zeit. Aber wenn wir so wirklich jetzt hier durchziehen können, mit der Geschwindigkeit sind wir, glaube ich, echt schnell. Dann gebe ich uns noch so 2-3 Tage, sodass wir hier echt nah am Ende angekommen sind. Ich sag, pf, ist nicht fertig.
Ich habe auch schon, also was heißt Verbesserungsvorschläge? Ich bin an einigen Stellen doch noch etwas, aber unzufrieden, muss ich ja zugeben. Aber ich werde den dann trotzdem erstmal so lassen. Glaube ich, damit wir halt auch mal wieder was anderes sehen. Aber, Gottes Willen. Ich habe hier mal Angst. Ja, ich kann ihn ja nicht wieder abreißen, so nach dem Motto. Das klappt ja nicht. Das will ich nicht. Deswegen würde ich den einfach so lassen. Okay. Wie zufrieden bin ich denn mit der Kurve? Ja, eigentlich ein guter Übergang. Vielleicht hier ein bisschen zu steif, aber gut. Vielleicht gehen wir hier nochmal eine Stufe höher. So. Aber Kurve und hoch und runter ist gar nicht so leicht. Ja, sieht aber schon einen Ticken besser aus. Wir könnten ja auch hier rein theoretisch mal ein bisschen hoch. Weil da sind wir auch oben. Warum bin ich denn hier nicht mehr oben? Egal. So ein bisschen Abwechslung, hoch mit hoch und runter. Ja, wird es ein bisschen enger. Wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon mit dem eingeknickt sein. Ist manchmal so. Die wir nicht brauchen, um weg. So. Das sieht doch vernünftig aus. Okay, genau, hier sind wir auch so oben. Oben auf. Also hier gleich schon runter. Und wie gesagt, auch ein bisschen materialsparender arbeiten. So. Oh, ist aber echt eine enge Kiste hier. So, fällt es mir denn von der Seite? Ziemlich durchwachsen, aber cool, glaube ich. Ja, es hat auf jeden Fall mehr Form bekommen, das ist schon mal gut. Ziehen wir den hier noch so ein bisschen rein. Dann gehen wir hier mal hoch. So, da bin ich schon froh, wenn wir das hier. Das ist wirklich das Schwerste gewesen hier, diese ganzen Kleinigkeiten. Ich glaube, das wird jetzt wesentlich einfacher. Hoffe ich doch mal. Haben wir da noch welche? Nee, und wir haben auch keine. Nee, der hier war es, ne? Genau. Aber die müssten auf jeden Fall schon fertig sein. Die haben wir doch hier schon irgendwo in unseren Hütchen. Schon eine Länge, muss man ja zugeben, ne? Sieht man den denn schon auf der Karte? Ja, hier. Ist halt hier sehr gerade, aber das ist okay. Ja, mal hier dünn, etwas dicker. Ach, das ist der Sand da drunter. Okay, das ist der Sand da drunter. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn da für eine Wulst? Ein Tumor. Der Tumordrache.
So, wer schreit da draußen rum? Sonntagmorgen hier. Ja, es ist Sonntagmorgen. Ich bin gerade auferstanden, um gleich wieder zu arbeiten. Aber ich muss doch die Folge für heute aufnehmen. So, und da ja. Was habe ich dabei, ne? Ja. Zap. Okay, wo sind wir? Wo sind wir? Müssen wir hin? Da müssen wir hin. Den noch dicht machen. Wie hatte ich jetzt gesagt, gehen wir mal einen hoch am besten. Dann haben wir hier auch wieder die Dreier. Die Dreierabstufung ist schon mal gut. Wir müssen ja irgendwann aus dem Knick auch wieder raus. Hier geht es, glaube ich, ganz gut. Immer ein bisschen sehr breit. Guck mal gleich mal an das Ganze. Was können wir denn hier noch verbessern? Jetzt lieber sage ich, gehe hier mal so. Wir müssen ja auch ein bisschen variieren. Also was heißt variieren, aber ein bisschen angenehmer vorankommen, so nach dem Motto. So. Nehmen wir das hier so mit. Okay. Hauptsache die Form bleibt. Ich packe mir jetzt hier momentan zwischendurch mal diese roten Lampen mit rein, um das ein bisschen mehr so anzuleuchten. Hier beim Knick wird es, glaube ich, etwas schwieriger. Na, hier können wir noch einen reinsetzen. Hier noch einer hin. So. Hier von mir aus. So, läuft. Ja, jetzt kommt hier nur die Beleuchtung rein. Gut, er hat hier schon eine Größe angenommen. Passt. So. Luki, Luki machen. Ja, das sieht doch vernünftig aus. Wie gesagt, ein bisschen abwechslungsreicher. Vielleicht hier an der Ecke ist mir gerade aufgefallen, könnten wir nochmal so einen reinpacken. So. Okay. Jetzt geht es daran, den langsam aber sicher breiter zu machen. Und zwar um einiges breiter. Jetzt wird er dick. Guck mal, wie viel im Endeffekt. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, fast um 5. Dann haben wir bis jetzt ein. Dann gehen wir doch mal hier jetzt her, sagen hier um 2. Ein 2. Gehen wir auf die 3. Zip. Ein, zwei und ein hoch. 3. Geht jetzt echt die Sonne unter? Nee, ich glaube, ich zu spät angefangen, ne?
Zu spät am Tage. Zwei. Machen uns jetzt hier mal so kleine Hilfen. 1, 2. 1, 2. Wo wir wann ankommen wollen. Okay, das sieht, glaube ich, ein guter Abstand. Nehmen wir uns nochmal den hier. Schon die zwei hätten machen können, egal. So. Dann müssen wir jetzt von da nach da so rankommen. Würde ich sagen, machen wir erstmal das Weiße hier. Schauen wir mal die Funzel an. Wir brauchen jetzt hier nicht extra deswegen ins Nachtleben einsteigen. So. Komm. Ja, so irgendwie in dem Dreh. Relativ ähnlich. Ziehen wir den jetzt hier mal so durch. Ups, nee, da wollte ich hin. Und jetzt wollen wir hier schon die 2 haben. Ist natürlich praktisch hier mit dem Knick, um ehrlich zu sein. Zack. Hier wird es natürlich schwieriger. Erstmal den ein. So. Und jetzt noch den anderen. Ganz unauffällig. Lass doch mal, versuchen wir es mal so auf die Schiene. Jetzt das hier. Der fette Dumor-Drache. Ja, ich muss mir neue Titel für den ausdenken. Ich habe jetzt so viele Peniswitze gemacht. Reicht. Ja, ich denke, das kann man so machen. Vor allen Dingen geht er ja an unterschiedlichen Stellen dann halt in die Breite. Das wird sich dann später ein bisschen als nervlich erweisen, glaube ich, aber okay. So, und dann noch ein Ticken hier runter, so. Ja, weiter sind wir da ja auch nicht gegangen. Okidoki. Immer weiter, immer vorwärts hier. Wäre natürlich cool, wenn wir das bis oben hin schon mal so zuhauen können. Aber, wie gesagt, die Zeit ist auch schon wieder fast vorbei. Das war uncool. So. Ich hoffe mal, das Material reicht, was wir uns hier gefarmt haben. So, jetzt kommt der hier dran. Hier kriegen wir eine bessere... Ja, können wir eigentlich so lassen. Eine bessere Form hin. Zappalo. Zack. Ja, ruhig mal noch einen Sekunden. Okay.
Komm, jetzt ziehen wir das hier mal eiskalt noch bis zum Ende hoch. Wird wir hier was sehen. Peu à peu. Immer. Shit. Ah, du bist du hier, ne? Hab ich extra auch besorgt. War in der letzten Folge, glaube ich, ein bisschen rangefahren. Da habe ich noch mal ein paar mehr geholt. Sandstein, wie gesagt, gar nicht, also jemals so auf der Agenda stand bei mir. Und dadurch überhaupt. Oh, müssen wir eigentlich noch einen, aber brauchen wir nicht. Dadurch überhaupt nicht relevant war für mich und ich die immer links liegen habe lassen. Ne? Deswegen habe ich davon kaum welche. Das haben wir. Ja, guck mal, eigentlich sind wir hier sogar noch einen breiter. Aber brauche ich hier nicht. Genau, so. Machen wir den hier. Gehen wir es mal auf diesem Weg und dann gehen wir hier quasi noch mal ein in die Breite, obwohl mir das ein bisschen zu viel ist. So könnte man das höchstens verkaufen. Ja, das sieht doch okay aus, würde ich mal meinen. Da oben, ja, da wird dann halt sehr viel breiter. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Dann machen wir jetzt hier einen kleinen Break. Wie gesagt, wir haben die Kurve, wir müssen jetzt hier auf die große Lange gehen, auf die lange Schräge. Und das, ich hoffe es. Ich verspreche es nicht, dass wir in der nächsten Folge das komplett zuziehen. Ich werde einen kleinen Ticken vorarbeiten, damit das dann schneller geht. Deswegen sage ich mal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt oder halt auch später erstmal wieder reingucken wollt, aber damit das im Hinterkopf habt. Däumchen, Kommentare, alles gern gesehen. Bis dahin, tschüss.